geschafft auf die Messe. Es war ein Kampf. Es war wieder ein organisatorisches Highlight, an drei Rolltreppen einfach 10 Minuten zu stehen, bevor man drin ist. Einfach super. Es wird jedes Jahr schlimmer, oder? Es wird jedes Jahr schlimmer, wirklich. Ja. Man denkt immer, die lernen dazu, aber die lernen nicht dazu. Aber egal. Ja, ich würde sagen, wir brauchen gar nicht so viel labern, ihr kennt es. Es gibt einen richtig schönen Horn von der Messe. Und ja, viel Spaß dabei. Wir zeigen euch ein paar Eindrücke, oder? Ja, guck einfach mal, was kommt. Das ist ja selber nicht. Leute, so, schön, ihr habt ja gerade ein paar Eindrücke von der Messe gesehen. Wir haben uns jetzt auch nochmal aufs Hotelzimmer zurückgezogen und haben uns einfach nochmal gemütlich zwei Pfeifen angemacht, lassen den Tag so ein bisschen Revue passieren und ja, entspannen einfach. Weil diese 8 Stunden auf der Messe sind halt dann doch schon auch irgendwie ein bisschen ja, kräftezehrend. Aber wir haben viel gesehen. Es war diesmal in einer anderen Messehalle als letztes Jahr und die war einfach viel größer. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie wirklich viel größer war, aber es gab halt nicht so viele Vapor-Artikel, also nicht wirklich viele Dampfen, kein Liquid, also es war wirklich eher auf Shisha und Shisha-Equipment ausgelegt, von daher kam es mir halt. Dieses Jahr auch nicht die Hookah und Vapo Fair, sondern tatsächlich nur die Shisha-Messe 2019. Und ja, der größte Unterschied eigentlich zu den Vorjahren war, dass es jetzt am Samstag verdammt voll war. Also ihr wisst ja, Leute, die zur Messe gehen, ihr kennt es, es ist immer sehr voll, aber heute war es wirklich so voll, dass man durch die Gänge nicht mehr durchgekommen ist. Also es gab keinen Freiraum, also musste sich die ganze Masse irgendwie bewegen und man musste sich da durchquetschen.
man hat wirklich in keiner Lounge mehr einen Platz gekriegt. Wir konnten dann Gott sei Dank bei Al-Wazir, Gruß geht raus an euch, ein bisschen unterkommen. Da mal verschnaufen, eine schöne kühle Cola trinken und dann wieder rein ins Getümmel. Also es war wirklich sehr, sehr anstrengend, weil es einfach so mega voll war. Ja, wir haben heute auch gar nicht alles gesehen tatsächlich. Deshalb sind wir froh, dass wir auch morgen nochmal mit hingehen. Wenn wir da noch einen Knaller entdecken, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Na klar. Ansonsten, ja, kann man eigentlich sagen, waren wieder ordentlich viele Aussteller da, anders als in Berlin im letzten Jahr. Das ist natürlich geil, ja. Man hatte wieder alle namhaften Hersteller versammelt und noch viel mehr. Ja, auch viele, die man halt noch gar nicht so kannte. Mhm. Wir haben jetzt gerade Tabak drauf von Fumari. Fumari kennt ihr vielleicht so vom Namen schon. So ging es mir auf jeden Fall. Wir hatten halt noch keinen Tabakzugang. Und jetzt expandieren wir nach Europa und wir haben uns bei mal zwei Sorten mitgeballert und baller den jetzt mal. so rum ist richtig. Durch und der ist einfach so lecker. Genau das Richtige jetzt nach unserer Messe. Kommt, denke ich mal, alles auch noch in einem extra Video, wo wir dann natürlich wieder unsere Errungenschaften von der Messe halt präsentieren. Wir haben ordentlich neuen Tabak eingekauft. Wir werden den definitiv vorstellen. Ja. Vielleicht springt da noch das ein oder andere für euch bei raus. Ein Gewinnspiel wollen wir nicht auch noch machen. Aber so viel dann erstmal dazu. Und den Rest kennen wir im nächsten Video. Wir sagen, macht's wieder gut. Wir hoffen, euch haben die Messeeindrücke gefallen. Wir gönnen uns jetzt entspannt ein Pfeifchen, bestellen uns eine Pizza und vielleicht noch ein zweites Pfeifchen. Und ein drittes. Und ein viertes. Okay. Haut rein, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Stay tuned. Euer Shisha-Team. Like und Abo nicht vergessen, Leute! Genau. Oh, da setzt sich da so eine Spinne ab. Ist das so? Jetzt ist sie von meiner Shisha? Jetzt. Was ist das da? Nee, da ist nicht weiter. Alter, die ist ja groß! Also, die hat halt nicht viel Masse, aber ihr kennt die bestimmt. Diese. Hängt an meiner Hand. Jetzt sieht man sie. Furchterregende, riesige Alter! Oh, jetzt ist sie weg. Ey, guck mal den Elektroschuss. Ja, die haben so Spinnenwinkel. Ekelhaft. Tschüss. Ja, da geh ich jetzt auch. Hau rein, Adi. Okay.